Hallöchen, ich habe gestern ein Video gesehen über ein Tag-Game, das ich noch nicht kannte. Auf YouTube gibt es ab und zu so Tagging-Games, das heißt, ja, Tagging ist im Grunde fangen, also du bist. Und es wurde in dem Video nicht gesagt, wer genau da eine Antwort machen soll, sondern alle wurden gebeten, eine Antwort zu machen, wenn sie Bock haben. Und ich glaube, das mache ich mit diesem Video genauso. Wenn ihr das Video seht und ihr habt noch keine Webcam, geht in den Laden, kauft euch eine und fangt an, Videos zu machen. Es wäre einfach schön, wenn es auch im deutschsprachigen Bereich auf YouTube demnächst ein bisschen mehr Leute gibt, die Videos machen und über ihre Erfahrungen berichten und so weiter. Der englischsprachige Bereich ist da in den letzten paar Jahren gut gewachsen, aber naja, ich mache meine Videos meistens auf Englisch und auf Deutsch, weil ich weiß, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die nicht gut Englisch sprechen, die sich aber gerne YouTube-Videos ansehen, und der größte Teil, der da auf Deutsch zu finden ist, im magisch-spirituellen Bereich. Ich finde es ein bisschen beklagenswert, was es da an wenigen guten Sachen gibt und was da an vielem Blödsinn ist. Und wenn ihr euch anschaut, was es allgemein auf YouTube auf Deutsch gibt, ich enthalte mich einer offiziellen Bewertung. Um 10 Fragen geht es. Die gibt es auch auf Englisch. Und, ach ja, der Channel, auf dem ich das Video gefunden habe, der Name ist mir gerade entfallen. Twig the... irgendwas mit Mond, glaube ich. Entschuldigung. Aber ich packe auf jeden Fall unten in die Beschreibungsbox einen Link auf ihren Channel. Wenn ihr euch Videos über Wicca, Natur und so weiter, Naturmagie und so ansehen wollt, geht auf ihren Channel und überlegt euch eine gute Ausrede, warum ihr nicht bei ihr die Videos abonniert. Ansonsten, wenn euch keine Ausrede einfällt, habt ihr keine Chance, abonniert ihre Videos. So, der Pflichtteil kommt jetzt, das ist eben über die Kür. Die 10 Fragen. Was sind deine spirituellen Überzeugungen, dein Glaube? Ich habe ein bisschen länger darüber nachdenken müssen. Telema kann ich nicht wirklich als meinen Glauben ansehen. Ich bin zwar Telemit, aber ich bin kein Crowleyaner. Ich meine, Aleister Crowley war ein Arschloch. Und ich habe keinen Bock, den Typen irgendwie als was Heiliges anzusehen. Aber dann ist mir gerade eben noch was eingefallen, das hätte mir schon früher einfallen können, und zwar Zoskia. Austin Osman Spare. Das System von ihm sagt mir dadurch zu, dass es extrem reduziert ist und keine großartigen Aussagen gemacht werden über irgendetwas jenseits der materiellen Ebene, und die materielle Ebene überlässt er der Wissenschaft. Man kann Zoskia, oder ich fasse Zoskia jetzt zusammen unter der oder mit dem Sprüchlein: je weniger du über irgendetwas sagst, desto weniger Konzepte versperren dir die Sicht darauf. Also je weniger du über irgendwas Jenseitiges sagst, wenn es das überhaupt gibt, irgendwas Jenseitiges, desto weniger Konzepte versperren dir den Zugriff darauf. Ich finde diesen Grundsatz sehr hilfreich. Und ich glaube, ich gehe mal über zur nächsten Frage. Dein Lieblingsheilkraut. Mein Lieblingsheilkraut. Habe ich eins. Abgesehen von Santa Maria, der heiligen grünen Jungfrau der Felder, deren Frucht den Heiligen Geist in sich trägt. Ich will unbedingt mal Waldmeister kennenlernen. Ansonsten... Vanille.
ist zwar nicht wirklich ein Heilkraut, aber wenn man ein bisschen sensibler dafür ist, was Nahrung mit einem anstellt, was derartige Sachen mit einem machen. Echte Vanille hat eine wunderbare Wirkung auf, wie man so schön sagt, Körper, Geist und Seele. Lieblingsgöttin, Lieblingsgott oder Archetyp. Der orangene Strahl in der Chaosmagie, respektive Götter wie Coyote, Loki, Merkur, Hermes, Duty, eher bekannt als Todd, Anubis und so weiter, Inanna, also die Götter, Odin nicht zu vergessen, also die Götter, die irgendwie eher nachdenken und dann machen, als erst machen und dann nachdenken. Hätte ich vielleicht vor diesem Video ein bisschen machen sollen, aber ihr wisst das, ich mache so selten Videos, weil ich immer zu viel drüber nachdenke. Wird sich, wie ich in letzter Zeit immer wieder sage, in meinen Videos ändern. Und ich hoffe, das bleibt kein leeres Versprechen. Vierte Frage. Lieblings-YouTuber. Ein Kerl namens Brady Heron. Der macht, hat viele Channels und geht dabei in diesen Videos, die er macht, immer den Leuten, die an der Universität in Nottingham arbeiten, auf den Senkel. Ich weiß nicht, wie viele Channels von ihm ich abonniert habe. Auf jeden Fall Periodic Videos, 60 Symbols, Nottingham Science, wie heißt der mit den Zahlen? Numberphile. Dann hat er noch einen Channel über nicht Ernährungswissenschaften, sondern Nahrungsmittelchemie, kann man glaube ich sagen. Also Forschung an der Nahrung der Zukunft und geniale Videos, die der Kerl macht. Leider alles auf Englisch. Es gibt ein paar Leute, ich weiß nicht genau, ob es das auch für Deutsch gibt, die seine Videos übersetzen in verschiedene Sprachen. Oder zumindest Untertitel dafür anbieten. Wer von euch ein bisschen besser Englisch spricht, sucht auf jeden Fall mal nach Periodic Videos und so weiter. Ich habe keinen Bock dazu auch noch irgendwelche Links in die Beschreibungsbox zu setzen. Bist du kreativ? Ja, ich glaube schon. Sechste Frage. Lieblings-Sabbat oder Jahreszeit? Halloween ist 3 Tage nach meinem Geburtstag. Jahreszeit, ich mag alle Jahreszeiten. Im Winter haben wir im Rheinland Karneval. Im Frühling regnet es viel, im Sommer nicht mehr so und im Winter ist die Natur einfach am coolsten. Ich mag alle Jahreszeiten. Wie baust du deine Spiritualität in dein tägliches Leben ein? Eigentlich gar nicht. Ich glaube, bei Eliphas Levi habe ich irgendwo gelesen, dass man von Spiritualität und Magie ab und an auch Pausen machen sollte. Das tue ich ganz gerne, weil ich keinen Bock habe, dass über irgendwelche Gewohnheiten, die sich einschleichen, die Praxis von okkultem Kram irgendwie zur Religion entwickelt. Aber dann habe ich doch vorhin was entdeckt, und zwar als ich meinen Halsschmuck und meine 3 Ringe angelegt habe. Eigentlich ist es kein Schmuck, es sind alles Symbole und für mich, ja, in gewisser Weise, ich will nicht sagen irgendwelche Schutzteile, es ist eher was, ich habe dieses uralte Video von mir, der Körper als Tempel des Geistes, und diese Sachen sind für mich so eine Art Tempelschmuck, also, ja gut, dann wird doch wieder Schmuck. Die Ringe vor allen Dingen sind Symbole. Und die 3 Ketten, die ich um den Hals trage, oder 2 Lederbänder und 2 Lederbänder und 1 Kette, haben auch eine gewisse Bedeutung an sich, jeder eine andere. Wenn ich die Ketten anlege und die Ringe, dann habe ich ein gewisses Ritual. Wenn ich sie wieder an meinen Altar hänge, habe ich auch ein kleines Ritual.
Aber ich trage die Dinger nicht täglich. Also, aber man kann sagen, in meinen Alltag baue ich sie dadurch ein. Auch wenn es nicht jeder Tag ist, wie gesagt. Achte Frage: Isst du Fleisch, Milchprodukt und Eier? Ich esse keine Eier. Ich esse wenig Fleisch und ganz, ganz selten Fisch. Ich bin Skorpion und liebe das Meer. Und ich mag Meeresbewohner zu gerne, um sie zu essen. Da, vor allen Dingen was Tintenfische angeht, habe ich eine Einstellung, die andere Leute wohl eher Hunden gegenüber haben. Also Leute, die Tintenfische essen, die betrachte ich ungefähr so, wie der durchschnittliche Hundeliebhaber Leute betrachtet, die Hunde essen. Milchprodukte sehr gerne. Lieblingsbuch. Da fallen mir zwei Stück ein. Und zwar einerseits von Jan Fries Seitwärts mit D, Seid. Sehr inspirierendes Buch, sehr zu empfehlen. Ich weiß nicht genau, ob es noch erhältlich ist. Schaut euch um, bestellt es. Es ist ein göttliches Buch. Und dann ein anderes Buch, das Buch der Freude und der Fokus des Lebens von Austin Spare. Es ist für mich ein Buch, weil ich die dicke Ausgabe habe mit Austin Spares gesammelten Werken. Da drin ist auch noch das Anathema des Zoos. Ist auch herrlich. Ein wundervolles Werk. Austin Spare, herrlich. Wundervoll. Ich möchte nicht sagen göttlich, denn ich glaube, wenn ich das sage, würde ich Unglück heraufbeschwören. Da kommt Aberglaube durch. Hör auf damit. Schwingt in deiner Persönlichkeit dein Sternzeichen mit? Jein. Im Grunde schon. Aber da müsste ich etwas genauer auf meinen. Was heißt müsste ich? Da muss ich etwas genauer auf mein Horoskop eingehen. Ich bin Skorpion, wie schon gesagt, mit Stier-Aszendent. Auf die meisten Leute wirke ich also eher stierisch, also stoisch, also eher ruhig und. Ja, halt so wie man das dem Sternzeichen Stier nachsagt. Man könnte das, was Stier-Aszendent mit Skorpion mit Stier-Aszendent, was das ausdrückt, zusammenfassen als: Der Skorpion versteckt sich unter einem Stein. Also, man kann sich da vorstellen, man kann den Stein anbrüllen und so weiter, aber es kann passieren, dass der Skorpion hervorkommt und einfach sticht. Außerdem habe ich den Merkur in beinahe exakter Opposition, also es sind ein paar Sekunden, die nicht stimmen. Wenn man nur auf die Gerade guckt, ist es tatsächlich eine exakte Opposition, die der Merkur in der Waage zum Jupiter im Widder hat. Merkur in der Waage ist mir da etwas wichtiger, denn den führe ich darauf zurück, dass ich sehr genau abwäge, wie ich meine Worte wähle. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie ums Schriftliche geht. Und ich prügel mich ganz gerne in der Kommentarsektion von anderen Videos, von anderer Leute Videos, mit diversen Leuten rum. Ja, und in 500 Zeichen muss man sich sehr, sehr darauf konzentrieren, wie man die Worte wählt. Es ist, ja, es macht Spaß. So, wie gesagt, ich sag zu niemandem, du bist, sondern sag das zu euch allen. Ich habe da zwar ein paar Leute im Hinterkopf, bei denen ich mir wünschen würde, ach, was soll's. Ich sag jetzt keine Channel-Namen, sondern spreche die beiden Leute persönlich an. Alex, bring das ganze Tagging Game doch auch mal ein bisschen in die dunklere Seite von YouTube, der okkulten YouTube-Community. Und Silvan,
du hast einen Channel, in dem du dich über derartige Themen ausdrücken wolltest. Ich glaube, ich habe da lange keine Videos mehr gesehen, die du gemacht hast. Ich glaube, ich habe auf den Abonnieren-Knopf gedrückt. Starte das Ganze doch neu und stell dich mal vor. Bis bald, alles Gute und sehr viel Spaß wünsche ich euch. Adieu.